Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei WTK Performance. Heute geht es mal um was ganz anderes bei uns. Es geht nicht direkt um Autos oder um ein spezielles. Heute geht es mal um einen unserer Wirkungsstätten, möchte ich sagen. Und zwar befinden wir uns heute im Herzen Grafenwöhrs. Ja, Grafenwöhr befindet sich eine US Army Base. Ja, in der wir auch schon des Öfteren waren. Ihr habt es in den Videos gesehen, wir hatten einige Amis bei uns schon zu Gast mit ihren Autos, ob das der Pickup-Truck ist oder der Mustang oder ein japanischer. Und heute haben wir uns gedacht, wir sind wieder hier für ein Fotoshooting und nehmen euch mal mit und zeigen euch mal, wie es hier eigentlich so aussieht und stellen uns die Frage, wie ist das Leben als US-Soldat in einer Army-Installation in Deutschland? ...1907 bis 1910 war der Platz, der hier zu meiner Linken liegt, ein Schießlager, ein Schießplatz. Dort wurden Soldaten zum Schießen ausgebildet. Von 1914 bis 18 war es dann ein Kriegsgefangenenlager. Und von 1936 bis 38 wurde das gesamte Gelände nochmal stark erweitert. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wie man sich denken kann, hat die US-Armee es dann übernommen und sich auf ihre Standards um- und ausgebaut und natürlich auch die Sicherheitsmaßnahmen extremst erhöht. Heute gehört das ganze Gelände zur US Army Garrison Bavaria, wie es genannt wird. Ja, und man muss natürlich sagen, dass sich die US Army hier immens kulturell wie auch wirtschaftlich auf die Region auswirkt. Es sind ungefähr 12.500 Soldaten hinter mir stationiert und das alles bietet natürlich auch einheimischen Arbeitsplätze. Das sind rund 2.000. Auswirken tut sich das alles auch sichtbar hier in der Umgebung. Zum Beispiel, ganz einfach, Schilder an Tankstellen, an Supermärkten sind zweisprachig, Englisch und Deutsch. Hotels, Gastronomie, alle zweisprachig. Hier sind Shops eröffnet worden, typische amerikanische Barbershops oder andere Läden. Überall stehen amerikanische ATMs, also Geldautomaten, rum. Also allein wenn man hier durchfährt, bekommt man schon den Flair von Amerika ordentlich zu spüren. Das hinter uns ist Netzerberg. Netzerberg wurde von 2006 bis 2008 erbaut, im Auftrag Deutschlands für die US-Armee. Es ist auch eine der wenigen Wohnsiedlungen, die wie ein deutsches Kaff alleine liegen, allerdings für alle zugänglich sind, bis auf die Schule in der Mitte, die ist nach Sicherheitsstandards abgeriegelt. Insgesamt wurden hier in der Umgebung ungefähr 800 neue Wohneinheiten gebaut für bis zu 3.600 Soldaten mit ihren Familien. Und ich habe gesagt, wir machen uns jetzt mal auf und schauen uns an, wie so eine deutsch-amerikanische Wohnsiedlung aussieht. Mal ein paar Aufnahmen gesehen, wie es hier so aussieht. Natürlich, das sind deutsche Häuser, das ist die deutsche Bauweise, aber wenn man durchfährt, kriegt man doch irgendwo so ein bisschen das Feeling von Amerika. Die amerikanischen Flaggen hängen draußen zu Halloween oder zu Weihnachten auch immer ganz typisch geschmückt und natürlich die Autos. Also das kann man nicht leugnen, die Autos ist, glaube ich, definitiv das auffälligste hier um die Base außenrum. Da stehen Autos rum, die kriegst du entweder bei uns gar nicht oder sind einfach viel zu teuer im Unterhalt. Und da wird es natürlich dann für uns natürlich auch spannend. Und da werden wir heute auch, wenn wir später in die Army Base reinfahren, auch nochmal ganz spannend, was wir da alles so sehen werden. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg in die Army Base, wo wir gleich Corey treffen.
Den kennt ihr schon, der fährt einen roten F-150, typischer Pickup-Truck. Und den kennt ihr schon aus einem anderen Video. Und mit dem werden wir uns heute treffen und er wird uns auch mal ein paar Fragen beantworten, wie das denn so ist als US-Soldat hier in Deutschland. Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr-Vilseck erstreckt sich über rund 12.500 Hektar Land. Ein großer Teil davon macht der Truppenübungsplatz aus. Hier wird trainiert, scharf geschossen und Szenarien geprobt. Unter anderem auch mit dem deutschen Militär und anderen Militärs wie zum Beispiel Polen und Italien. Neben dem Truppenübungsplatz gibt es noch die Living Areas. Diese umfassen die Unterkünfte, Einkaufsläden und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sowie Seen und Wälder. Das Herz der Living Areas ist der PX. Zudem zählt der Food Court mit Philly Cheesesteak, Taco Bell und Popeyes. Der Main Exchange, eine Art Warenhaus. Der Commissary, der Supermarkt und kleinen Läden, wie zum Beispiel Starbucks und Dunkin' Donuts. Was für uns Deutsche ganz interessant wäre zu wissen ist, wie fühlt es sich für dich an, hier zu sein? Für uns ist das ein extremer Kontrast. Wir fahren hier durch unser beschauliches Bayern und sobald man ein kleines Gate passiert, ist man in einer komplett fremden Welt. Amerikanische Supermärkte, Einkaufsmöglichkeiten, Häuser und Autos. Alle sprechen nur noch Englisch. Also, wie fühlt es sich für dich an, hier zu sein? Fühlt es sich an wie zu Hause in den USA? Oder trotzdem wie in einem fremden Land? Ja, es ist überwiegend amerikanisch, aber eben nicht vollkommen. Wir zahlen zum Beispiel keine Steuern hier auf die meisten Produkte. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber grundsätzlich leben wir hier steuerfrei. Das ist auch der Grund, wieso Deutsche hier grundsätzlich nicht einkaufen dürfen. Aber es ist schon seltsam, in einem fremden Land zu sein, trotzdem aber auf einer typisch US-amerikanischen Base. Ich meine, für euch Deutsche ist das mit Sicherheit noch seltsamer. Ihr seht ja normalerweise nur BMWs oder VWs und jetzt Sachen wie das hier oder das. Okay, cool. Ich habe gehört, das US-Militär versucht, eine Atmosphäre für seine Soldaten zu kreieren, in der sie sich jederzeit und überall zu Hause fühlen. Würdest du sagen, das Militär war darin erfolgreich? Fühlst du dich zu Hause oder fehlt dir etwas? Ja, das haben sie soweit schon ganz gut hinbekommen, aber es gibt immer Dinge, wo man sich verbessern kann. Zum Beispiel bei den Unterkünften von alleinstehenden Soldaten. Als alleinstehender Soldat bekommt man in der Regel ein Doppelzimmer, das man sich mit jemandem teilt. Die Räume sind alle identisch aufgebaut und man fühlt sich wirklich wie in einem Gefängnis. Es wäre also wirklich schön, wenn es hier mehr Möglichkeiten für Unterkünfte gäbe. Natürlich bekommt man mit aufsteigenden Rängen auch bessere und größere Räume. Wenn man zum Beispiel Offizier ist, bekommt man sogar ein eigenes Haus. Selbst wenn man alleinstehend ist. Okay.
Okay. Crazy. Okay. Wir werden nachher noch in den Supermarkt schauen. Corey, sind eigentlich alle Produkte dort auch wirklich aus USA? Ja, grundsätzlich schon. Allerdings gibt es ein paar Sachen wie Obst und Gemüse, ein paar Süßigkeiten und ein paar Getränke, die hier aus Deutschland kommen. Zum Beispiel die Fanta. Das hat mich am Anfang ziemlich irritiert. Ich mag Fanta sehr und ich muss wirklich sagen, die amerikanische schmeckt mir viel besser. Der Unterschied ist wirklich krass. Wie hast du eigentlich die Beziehung zu Deutschen außerhalb der Base erfahren? Hattest du bisher schon schlechte Erfahrungen oder überwiegend gute? Ich hatte tatsächlich bisher noch keine schlechten Erfahrungen, zum Glück. Allerdings kenne ich Leute, die leider schon welche hatten. Die Frage, die am meisten aufkommt von Deutschen, ist: Wieso seid ihr eigentlich hier? Es gibt keinen Grund für die US-Armee hier zu sein. Aber ich persönlich habe sowas noch nicht erlebt. Ich denke mal, ich gehe da eher in der Masse unter. Meistens, wenn ich irgendwie in Kontakt komme mit Deutschen, ist es hier, wegen meinem Auto. Aber das läuft immer gut und friedlich ab. Also, alles in allem kann ich sagen, ich habe eine gute Beziehung zu Deutschen. Was können wir also nun aus der Beziehung mit Amerikanern mitnehmen? Wir können uns kulturell und zwischenmenschlich bereichern. Dürfen aber nie vergessen, dass die Amerikaner, die hier sind, nicht hier sind, um sich zu integrieren, sondern hier sind, um zu arbeiten. Sie dienen ihrem Land und denen gilt es, Respekt gegenüberzubringen.